Joseph Schumpeter, der Vater der modernen Entrepreneurship-Theorie, definierte Entrepreneure als kreative Zerstörer. Sie bringen neuartige Produkte oder Prozesse auf den Markt und wirbeln ihn damit kräftig durcheinander. Oft erreichen sie dies, indem sie sich auf die Funktion ihrer neuen Produkte, Dienstleistungen konzentrieren und mit dem Althergebrachten der Konventionen brechen. Das heißt im Umkehrschluss, es verspricht Erfolg, wenn ich alles, was ich vorfinde, zunächst als Konvention ansehe. Ich sehe mir die Abläufe an, völlig respektlos, und frage, ob das, was gestern noch vernünftig erschien, heute nicht mit einfacheren, moderneren Mitteln gemacht werden kann. Ich überlege also nicht, an welcher Stelle ich ein Produkt oder eine Dienstleistung ein bisschen billiger, ein bisschen besser, ein bisschen umweltverträglicher machen kann. Stattdessen stelle ich den ganzen Prozess grundsätzlich in Frage, fange also neu an zu denken, wie ich unter heutigen Bedingungen die ganze Sache angehen kann. Ein Beispiel. Holger Jonsson, Gründer der E-Büro AG, hat sich das klassische Büro vorgenommen und gründlich durchdacht. Was alles macht eine Sekretärin? Was davon ist wichtig und unverzichtbar? Auf welche Teile aber könnte man vielleicht verzichten? Fazit: Ein großer Teil der Tätigkeit sind Anrufe, die von der Sekretärin entgegengenommen werden. Manche davon kann sie selbst erledigen, wie etwa Termine machen, manche auch sofort beantworten, weil sie über die wichtigsten 5 oder 10 Fragen selbst Bescheid weiß. Andere Anrufe wird sie weiterleiten, um Rückruf bitten oder sonst wie die Kontaktaufnahme organisieren. Diese Kernaufgaben eines Büros, nicht Kaffee kochen oder Blumen gießen, so Holger, kann man auch mit moderneren Mitteln, mit Einsatz von Hightech, heute besser lösen. Eine Software muss her, die Angaben zu den am häufigsten gestellten Fragen oder die Namen der VIPs der Firma speichert. Außerdem muss die Software aus den anrufenden Telefonnummern sofort erkennen, um welche Firma es sich handelt, und blitzschnell die Angaben dazu auf dem Bildschirm zeigen. Auf diese Weise kann eine Person mehrere Büros bedienen. Die Kerndienstleistungen eines Büros werden erfüllt, aber dies nur zu rund 10% der üblichen Kosten. Die Technik Funktion statt Konvention scheint leicht, ist aber in der Praxis eine radikale, anspruchsvolle Vorgehensweise. Wenn du mit einem Produkt handeln willst, beschäftige dich nicht mit Einzelheiten, der Verpackung etwa, dem Umkarton, den Paletten oder Vertriebsstrukturen. Was darin ist Funktion, was Konvention? Bei dieser Technik ist Ihre Chance gerade dann am höchsten, wenn Sie in Ihrem Feld noch Anfänger und noch nicht betriebsblind sind. Funktion statt Konvention erfordert keine großen Vorkenntnisse, sondern lediglich eine gewisse Stringenz im Denken sowie sachliche Respektlosigkeit vor dem Gewachsenen. Wenn man sich strikt die Frage nach der Funktion stellt, taucht wie von selbst auch die Frage auf, was kann man weglassen? Was an den konventionellen Formen ist im Grunde überflüssig und kostet nur Geld? Ich denke dabei nicht automatisch an Verzicht, ganz im Gegenteil. Ein Entrepreneur sollte luxuriös anspruchsvoll sein. Wie das geht? Not macht erfinderisch und entwickelt dabei sogar eine gewisse Schönheit. Wer kein Geld hat, muss kreativ sein. Einfachheit ist ein gutes Prinzip. Komplexität ist der Feind des Gründers. Wenn du glaubst, weglassen und Einfachheit seien zu schlicht, zu wenig eindrucksvoll, sogar nicht grandios, denke an den Satz von Leonardo: In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Jetzt bist du wieder dran. Ist deine Idee wirklich so klar und einfach wie möglich?